dieser Moment so, es gibt Menschen und es gibt Frauen. Da habe ich Skyrim gespielt und da ist irgend so eine Frau gestorben. Und also, ja, so, ja, du kannst sie als Vampir wiederbeleben. Nein, also du kannst ihn als Frau wiederbeleben. Nein, es ist eine Frau. Also, ach so, ja, es gibt Menschen und es gibt Frauen. Ja. Ah, oh, Sally ist nicht mehr da. Oh. Mmh, es riecht echt gut. Ja, okay. Ich glaube, ich habe alles. Das war reine Intuition mit Mrs. Weil ich habe ja gesehen, Mrs. Grouser, die steht immer an jeder Episode irgendwie immer etwas anders da. Oder tut irgendetwas anderes. Und jetzt ist eben der Kuchen da. Eigentlich wollte ich zuerst in Matts Wohnung gehen, aber da war ich ja schon und... Aber wir können ja gucken, ob einfach irgendwas da ist. Sagtest du gerade allergeilste? Oh Mann. Ich werde eine Sache aus dem Spiel nie vergessen. Ich würde das da unten nehmen. Muss. Ich will mal noch den Half-Life mal gehen. Das ist Metz Kaffeetasse. Die muss ich nicht nehmen. Der Blendomatic 9. Das lasse ich mal. Da ist noch was von Matt drin. Außerdem habe ich Besseres zu tun. Oh, da ist noch was drin, weil... Ach ja, stimmt, der Randall hat den ja benutzt. Oh. Nun ja, ich meine, ich habe alles. Mit dem will ich. Der steht immer noch unter Schock. Er nimmt sich alles viel zu sehr zu. Wie wär's mit Wasserpistole? Spinnst du? Ich hab schon mein Opfer auf. Ich sollte mal in. Ich brauch. Klingt zwar schwierig. Ich sollte mal in. Ich brauch Geburtstagskuchen und Girlanden. Ja, das könnte gehen. Echt? Sag ich nicht, eine Ker. Hey, das erinnert mich echt an meinen 10. Geburtstag. Da gab's zwar keinen Kuchen, aber da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Was für ein schöner Kuchen. Jetzt brauchen wir nur noch etwas Deko und die Party kann losgehen. Perfekt. Den gebe ich ihm persönlich, wenn ich die Dekoration fertig habe. Hübsch. Die sehen sicher gut aus, wenn ich sie erstmal aufgehängt habe. Wow. Jetzt fehlt nichts mehr. Ich sagte ja schon. Hey, gute Idee. Denken Sie nicht mal dran. Das war so nicht abgemacht. Das Büro. Also, was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Ja, was soll denn dann noch hin? Ich hab den Kuchen, ich hab Girlanden, ich hab Ballons. Ich sagte ja schon. Die Empfangsdame. Also, was sagen Sie? Das Büro sieht noch nicht nach Party aus. Alles muss perfekt sein. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch machen kann. Ein Partyhut.
Hey, gute Idee. Das ist kein... Also? Das Büro sieht... Gut gemacht. Alles sieht perfekt aus. Nun gut, gehen Sie rein und überraschen Sie ihn. Warte, den Kuchen, den wollte ich denn... Ich sag... Guten Morgen, Dr. Johnson. Guten Morgen, Mr. Lecter. Hannibal Lecter. Hey, was schauen Sie mich denn so an? Ist nur ein dummer Zufall. Und warum haben Sie den Kuchen runtergeworfen? Wen interessiert denn der Kuchen? Mich interessiert der Kuchen. Okay, naja. Vielleicht hätte ich ihn lieber auf Ihren Schreibtisch stellen sollen. Ich bin aber einer, der schnell denkt und noch schneller handelt. Nun, was kann ich denn für Sie tun? Was? Einfach so? Kein Rohrschachttest oder so? Nein, ich hielt den immer für komplette Zeitverschwendung. Ohne jeglichen empirischen Nutzen. Tja, wow. Wird wohl eh das Beste sein. Ich sehe eh immer nur Schmetterlinge. Zerquetschte Schmetterlinge. Sagen Sie mir doch bitte, was Sie zu mir führt, ja? Ein verfluchter Ring ruiniert mein Leben. Nun, Sie müssen verstehen, dass ein unbelebter Gegenstand nur so viel Macht über Sie hat, wie Sie ihm zugestehen. Wie bitte? Das heißt, dass Sie derjenige sind, der Ihr Leben zerstört. Sie schieben es auf den Ring, nicht wahr? Ja, klar. Ich meine damit, wenn es nicht der Ring wäre, wäre es irgendetwas anderes. Nein, es ist der Ring. Irgendwas anderes lässt nicht jeden Tag meinen besten Freund krepieren. Okay, das klingt nach einem echten Problem. Ja, egal. Deswegen bin ich aber gar nicht hier. Weshalb sind Sie dann hier? Sagen wir mal, für einen Freund. Was meinen Sie mit für einen Freund? Erinnern Sie sich an einen betrunkenen Typen. Bisschen komisch. Matthew Griffin mit Namen. War der heute hier? Deswegen sind Sie hier? Tut mir leid, aber diese Information kann ich nicht preisgeben. Ey, ich habe eine Wasserpistole. Ich muss Sie nun bitten zu gehen, Mr. Lecter. Nein, Moment. Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Bitte helfen Sie mir. Der Affenmann? Sie haben ja echt Nerven, hier wieder aufzukreuzen. Ich heiße Randall Hicks und ich befinde mich in einer echt schwierigen Lage. Es geht um ein Menschenleben und Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie sind der Randall Hicks? Kommt drauf an. Was haben Sie denn so von ihm gehört? Wie es aussieht, kann ich gar nicht anders, als Ihnen zu helfen. Matthew Griffin war heute bei mir. Er hatte keinen Termin, aber er konnte sich reinschleichen. Gefällt mir gar nicht, wenn Leute das machen. Ja, manche Leute haben echt Nerven. Also habe ich ihn reingebeten. Aber er war derartig alkoholisiert, dass ich kein Wort verstanden habe. Außer dem letzten Satz. Ja gut, dann spucken Sie es schon aus. Was hat er gesagt? Er sagte, er will sich eine Waffe besorgen. Und dann wollte er einen Mann namens Randall Hicks umbringen. Den Mann, der sein Leben zerstört hat. Warum zum Geier haben Sie mir das jetzt erzählt? Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Sie sind mir vielleicht ein Doktor. Ich habe das erzählt, weil ich glaube, dass es gefährlich ist, einen Mann in dem Zustand mit einer geladenen Waffe rumlaufen zu lassen. Sie müssen ihn finden. Was, wenn er schon eine Knarre hat? Nun, dann müssen Sie wohl improvisieren. Wow. Ich habe eine Wasserpistole. Und ein Entenbügel. Mr. Hicks, einem Freund die Frau auszuspannen, ist nicht richtig. Oh, halten Sie doch die Klappe. Wo kann ich jetzt hingehen? Vielleicht Randalls Wohnung. Okay. Okay. Wer ist nicht hier? Dann gehen wir in seine Wohnung.
Ich habe eine Idee, wo wir hin könnten. Da war ich ja seit ein paar... Seit Episode 3 meine ich gar nicht mehr. Und zwar auf das Dach. Mein Punkt der Waffe. Und das... Ich habe im Trailer gesehen, dass Matt sich auf dem Dach erschießen will. Oder Randall erschießen will. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die... Ich sollte... Ich gehe zu Mel. Da kriegt er bestimmt sowas her. Wer teilt schon seine Sachen? Ich teile nicht mal mein Brot. Und das ist äußerst asozial, also... Kann man auch teilen, wenn man asozial sein kann. Hast du einen psychotischen Besoffenen mit einer Brille und einem Afro irgendwo gesehen? Keine Ahnung. Sprechender Briefkasten. Super. Mel? Hallo? Oh, hallo. Kann ich was für dich tun? Hat bei dir jemand heute eine Knarre gekauft? Ja. Yeah. Bin fast sicher. Weißt du noch, wer genau? Hallo. Ja, ich... Ja, genau wie dieser andere Typ. Welcher andere Typ? Glaube nicht. Weißt du noch, wie er aussah? Woher soll ich das wissen? Kann mir nicht jeden Besoffenen merken, der eine Knarre bei mir kauft. Tja, was, wenn dich jemand ausraubt? Ist noch nie passiert. Außer... Warte mal. Oh Mann. Ich werd ständig ausgeraubt. Ach, vergiss es. Erinnerst du dich an den Typen, der die Knarre gekauft hat? Hallo? Der Typ. Ey, mach mich nicht an, ja? Hab schon gesagt, besonders besoffene Gesichter sehen für mich alle gleich aus. Aber wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst. Weiß nicht, wenn du was hättest, was mich an den Typen erinnert, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Hab ich da irgendwas? Irgendwas? Das geht. Okay. Wir müssen zu Mels Wohnung. Mel ist Matt. Seit wann hat Mel eine Wohnung? Der wohnt, der steht bestimmt in seinem Lagerraum hinten. Matt sieht auf dem Bild. Hey, wo kommst du jetzt her? Ich will wissen, wer du bist und was zum Geier du hier treibst. Ich verwette meine Marke, dass du hier nichts zu suchen hast. Naja, wissen Sie, ich... Weißt du, mir reicht's jetzt schon mit dir. Du bist festgenommen. Glaube ich nicht, Kumpel. Ach, nicht? Nee. Ich war hier immer willkommen. Das ist schwer vorstellbar. Warum hassen Sie mich denn so? Sie kennen mich nicht mal. Ich sehe das an deinen Augen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich verachte dich. Und das wird sich auch nicht ändern. Okay. Warum bin ich festgenommen? Weil's mir Spaß macht. Reicht das? Haben Sie mal überlegt, dass mich auch jemand, der hier wohnt, eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? Nein, das steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast irgendwas vor. Okay, ich beweise es. Ich hole meinen Freund und er kann es Ihnen bestätigen. Du solltest mich lieber nicht verscheißern. Glaub mir, du willst keinen Ärger mit mir. Natürlich nicht. Scheiße, ich muss... Ausgang.
Scheiße, Alter! Wer zum Geier bist du? Und wo zum Geier kommst du her? Wir kriegen hier noch ein Herz, Kaspar. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust? Hä? Tja, hier ist leider abgesperrt. Du musst wohl warten, bis wir hier fertig sind. Oder bis dir wieder was einfällt. Was? Komm, wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch, mein Junge. Ja, wir wollen auf keinen Fall was Wichtiges übersehen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier abgesperrt? Irgendjemand hat wohl den Luftballontypen umgelegt. Was? Er ist tot? Nee, war knapp. Aber er lebt. Warum fragst du? Weißt du irgendwas über die Sache? Du kennst den Typen, stimmt's? Ja klar kenne ich den. Ich habe jeden Tag ein paar Ballons bei dem gekauft. Tatsächlich? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Tja, wie auch immer. Der Typ hat eine beinahe tödliche Dosis Helium eingeatmet und sein Hirn hat nicht mehr genug Sauerstoff gekriegt. Shit, das ist nicht gut. Nee, mein Junge. Ist es gar nicht. Tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden, als wir die Straße abgesperrt haben und, Tja, wir haben sozusagen den Jackpot geknackt. Antike Sammelkarten, Föderationsuniformen, ein paar Replikas von berühmten Schwertern, eine wahre Goldmine. Da sollte wohl eine Sammelbörse stattfinden. Aber nachdem sie abgesagt wurde, haben sie den ganzen Krempel einfach weggeschmissen. Also nochmal zum Mitschreiben. Ihr durchwühlt hier lieber den ganzen Sammlerschrott, anstatt an einem Fall zu arbeiten? So kann man es wohl ausdrücken. Man kann aber auch sagen, wir haben gerade einen scheiß Wonderboy gefunden und müssen den jetzt dringend ausprobieren. Dafür braucht ihr wohl eine Konsole. Ne was? Eine Konsole. Ihr wisst schon, wie soll man sonst Wonderboy spielen? Wir reden gar nicht von dem Wonderboy, Junge. Hast du noch nie was von Costners legendärem Baseballschläger gehört? Ich mag ja so Retro-Sachen. Aber das ist mir zu retro. Ach, was weißt du schon? Seid ihr die Einzigen, die an dem Fall arbeiten? Nee, der Sarge ist bei den Ermittlungen federführend. Ja, aber der ist in die Wohnung von diesen Betrunkenen. Es sind immer die Besoffenen, die den meisten Ärger verursachen. Ja, das glaube ich auch. Man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die gerade was klauen. Wenn der Eigentümer nicht will, dass das Zeug jemand nimmt, sollte er es nicht auf die Straße stellen. Ja. Genau das sagen Autodiebe auch immer. Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag dir mal was. Wir sind immer auf der Seite der Gerechtigkeit. Ja? Wenn wir uns ab und zu mal was an unseren Einsatzorten ausborgen, dann doch nur, weil wir nicht so viel verdienen wie Grissom oder Horatio. Außerdem ist das nur Müll, der hier in der Seitengasse rumliegt. Wir haben nicht gerade jemanden dafür verdreschen müssen. Naja, du hast diesem Jungen eine gescheuert und ihm gesagt, er soll sich verpissen. Der wollte das Teil, das ich zuerst gefunden hatte. Ja, jedenfalls... Ich glaube, das ging vielleicht einen Schritt zu weit, Partner. Mal echt jetzt. Ich muss aus der Gasse hier raus. Tut mir leid, Junge, da musst du wohl warten. Und das hier dauert eine Weile. Fuck my life. Okay. Ich glaube, ich beklau doch... Mit denen reden... Das wäre nicht... Echt jetzt? Oh. Lieber nicht. Lieber nicht. Marys. Lieber nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Es wird nicht... Ich spring nicht. Maßband? Da muss nicht. Ein Maßband. Da muss. Muss ich. Da muss nicht. Dafür. Naja, ich würde an der Stelle sagen, da ich hier nicht weiterkomme. Natürlich bewertet die Parts, je nachdem wie sie euch gefallen haben, kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da und natürlich Sunbros, praise the sun, yo und bis zum nächsten Mal.